Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. In diesem Video werden wir uns mit dem gefürchteten Cruciatusfluch beschäftigen und die Frage untersuchen, ob dieser grausame Zauber unter bestimmten Umständen tödlich sein kann. Der Cruciatusfluch, auch als Folterfluch bekannt, verursacht extreme Schmerzen und Leiden bei seinem Opfer. Doch wie tödlich kann er tatsächlich sein? Lasst uns gemeinsam in das Thema eintauchen und diese Frage genauer betrachten. Beginnen wir mit der Natur des Cruciatusfluches. Der Cruciatusfluch ist einer der drei unverzeihlichen Flüche und einer der mächtigsten und gefürchtetsten Zauber in der gesamten Zaubererwelt. Diese drei Flüche sind besonders mächtig und gefährlich, weshalb sie von der Zauberergemeinschaft strengstens verboten wurden und sie führen bei ihrer Anwendung zu einer sofortigen Verhaftung und einer schweren Strafe. Explizit der Cruciatusfluch wird verwendet, um extrem starke Schmerzen bei seinem Opfer zu verursachen und es in unerträgliche Qualen zu stürzen. Der Zauberer oder die Hexe, der diesen Fluch anwendet, muss dabei die reine Absicht haben, sein Opfer zu foltern und ihm Schmerzen zuzufügen. Wenn der Fluch erfolgreich ist, wird das Opfer von unermesslichen Qualen überwältigt und kann die Schmerzen kaum ertragen. Der Fluch an sich hat keine physischen Auswirkungen wie etwa Narben, sondern verursacht lediglich extreme Schmerzen. Dieser Fluch wurde von Anhängern von Lord Voldemort, den sogenannten Todessern, oft eingesetzt, um andere zu terrorisieren und zu quälen. Zu den bekanntesten Anwendern des Cruciatusfluches gehört Bellatrix Lestrange, eine besonders grausame und fanatische Anhängerin von Lord Voldemort. Der Cruciatusfluch ist eine mächtige, aber abscheuliche Zauberformel, die das Leiden und die Grausamkeit der Todesser verkörpert. Es ist ein Beispiel dafür, wie dunkle Magie in der Zaubererwelt eingesetzt wird, um anderen Schaden zuzufügen. Ein bekanntes Beispiel für die Verwendung des Fluches ist, als Harry Potter den Fluch versucht, auf Bellatrix Lestrange anzuwenden, die gerade zuvor Sirius Black, also Harry Potters Patenonkel, grausam ermordete. Harry versuchte, seine geballte Wut auf Bellatrix zu feuern und ihr Schmerzen zuzufügen. Da Harry es aber nicht wirklich will und wollte und nicht wirklich daran geglaubt hat, funktionierte der Fluch bei ihm nicht richtig. Kommen wir nun zu der nicht tödlichen Natur des Fluches. Im Allgemeinen gilt der Cruciatusfluch als nicht tödlich. Das bedeutet, dass er allein durch seine Anwendung normalerweise keinen Tod verursacht. Stattdessen ist sein Hauptziel, physische und psychische Qualen zu verursachen. Der Grund, warum der Cruciatusfluch als besonders grausam und böse gilt und als unverzeihlicher Fluch verboten ist, liegt darin, dass er darauf abzielt, andere zu quälen und zu terrorisieren, ohne dabei direkt tödliche Verletzungen zuzufügen. Es ist ein Fluch, der auf sadistische Weise Schmerzen und Leiden verursacht. Wenn der Zauber jedoch übermäßig und über einen längeren Zeitraum angewendet wird, könnte das Opfer durch Erschöpfung oder durch einen Kollaps in Lebensgefahr geraten, aber der Fluch selbst führt in der Regel nicht direkt zum Tod. Obwohl der Fluch normalerweise nicht tödlich ist, ist er dennoch eine abscheuliche und grausame Handlung, die darauf abzielt, andere zu erniedrigen und zu brechen. Kommen wir nun zu einigen Ausnahmen, was die Tödlichkeit des Fluches betrifft. Im 7. Buch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes wird bekannt, dass der Fluch einmal zum Tod geführt hat. Im Buch erfahren wir, dass während der Schlacht um Hogwarts, als die Todesser die Schule angreifen und eine massive Schlacht zwischen den Todessern und den Verteidigern von Hogwarts stattfindet, ein Todesser namens Antonin Dolohoff den Cruciatusfluch gegen Remus Lupin, ein Mitglied des Orden des Phönix, einsetzt. Der Fluch trifft auf Lupin und verursacht ihm extreme Schmerzen. Obwohl es nicht im Detail beschrieben wird, wird später in der Geschichte bestätigt, dass Lupin aufgrund der Auswirkungen des Cruciatusfluches gestorben ist. Es ist aber wichtig zu beachten, dass dies eine seltene Ausnahme ist in der Geschichte und normalerweise der Cruciatusfluch nicht direkt tödlich sein kann. In den meisten anderen Fällen verursacht der Fluch nur unerträgliche Schmerzen, ohne das Leben des Opfers zu beenden oder zu gefährden. Die Tötung von Remus Lupin durch den Cruciatusfluch dient dazu, die Gefahr und die Brutalität der Schlacht um Hogwarts zu unterstreichen und die Stärke und Grausamkeit einiger Todesser zu verdeutlichen. Es gibt zwar kein weiteres Beispiel, was direkt tödlich endete, aber fast. Denn im Kampf für Lord Voldemort setzte Bellatrix Lestrange den Fluch gegen ein Zaubererpaar namens Frank und Alice Longbottom ein.
Im Kampf gegen Voldemort und seine Anhänger, die Todesser, waren Frank und Alice Longbottom, die beiden Eltern von Neville Longbottom, Mitglieder des Ordens des Phönix und kämpften mutig gegen die dunkle Seite. In einem verzweifelten Versuch, Informationen über den Verbleib von Voldemort aus ihnen herauszubekommen, wurden Frank und Alice Longbottom von Bellatrix Lestrange und anderen Todessern gefangen genommen und grausam gefoltert. Bellatrix setzte dabei auch den Cruciatusfluch gegen sie ein, um sie zu quälen und zu brechen. Die Folgen dieses Fluches waren verheerend. Frank und Alice Longbottom wurden durch die Qualen, die der Fluch ihnen zufügte, geistig so schwer beschädigt, dass sie dauerhaft in einem Zustand der Geistesabwesenheit verblieben und in St. Mungus, dem Zaubererkrankenhaus, in der Langzeitpatientenstation untergebracht wurden. Dieses tragische Beispiel zeigt deutlich, wie mächtig und zerstörerisch der Cruciatusfluch sein kann, wenn er von einem grausamen und rücksichtslosen Anwender wie Bellatrix Lestrange eingesetzt wird. Nun Zeit für ein kleines Fazit zu dem gesamten Thema. Insgesamt gilt der Cruciatusfluch als nicht tödlich, aber seine Anwendung kann dennoch verheerende Folgen haben. Indirekt kann er, besonders wenn er wiederholt und über längere Zeit angewendet wird, zu einer Lebensgefahr führen. Die beiden Ausnahmen, in denen der Fluch indirekt zum Tod oder zu einer Geistesabwesenheit führte, betreffen besondere Umstände und die Verbindung mit anderen Ereignissen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Fluch eine der dunkelsten und brutalsten Formen der Magie ist und seine Anwendung unter jeglichen Umständen moralisch verwerflich bleibt. Falls du noch Fragen zu dem Thema Cruciatusfluch oder zu einem anderen Harry Potter-Thema hast, schreib sie sehr gerne in die Kommentare. Bitte tu mir den Gefallen und lass doch dem Kanal ein Abo da und schreib gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.